war es aber auch. Ich habe fast schon wieder so gesagt. Der Tapetenmetzger-Stil, das da ist Alice mit dem Augenstab des Jabberwocky in der Hand und da vorne ist eine Tür. Wir können die Meta-Essenz nicht einsammeln, das habe ich gerade versucht. Und da gehen wir jetzt durch. Und dahinter erwartet uns eine weitere merkwürdige Plattform-Geschichte. Und wir gehen weiter. Ist ja jetzt nicht so schwer. La 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 la. Und ein Portal. Ohne Gegner. Schön. Machenschaften. Interessant. Da ist aber noch ein bisschen Platz auf dieser Karte. Auch wenn wir jetzt im Königinnenland sind. Da ist noch Platz. Da geht noch was. Wir waren jetzt in einem von diesen Türmen, die aussehen wie Pilze. Oh. Stunden, Minuten, Sekunden, umrunden. Mir ist schwindelig. Ach. Das sieht fast aus wie eine Uhr. Ah, da wird einem ja echt schwindelig, so ein bisschen. Ah ja, gut. Ja. Höpf! Es geht weiter. Gottchen. Oh, du meine Güte. Na komm, ich möchte hier irgendwo hin. Nein. Das funktioniert anscheinend nicht. Gut, weiter. Nochmal. Ich mag Springen nicht. Springen macht keinen Spaß. Zumindest nicht immer. Gut, versuchen wir das. Und dann müssen wir das hier versuchen. Hui! Und dann geht es weiter nach oben. Und zwar hier drauf. Nein! Gut. Weiter. Nochmal. Und wir versuchen es schnell. Wir versuchen es noch schneller und wir werden... Mir wird ein bisschen schlecht. Aufgrund dieser unheimlichen... Bewegungsgeschichte. Ha! Und wir gehen hoch. Und da ist Meta-Essenz. Aber wir brauchen keine Meta-Essenz. Wir brauchen lediglich gezielte Sprünge. Und da brauchen wir auch einen gezielten Sprung und wir schaffen es. Und da auch. Gut. Und wir speichern. Dumm, dumm. Es geht weiter. Juhu. Bisher ohne Gegner, was mich freut. Denn Gegner würden mich hier nur nerven. So. Hui. Ach, das war jetzt ein Glückssprung. So, jetzt geht es hier hin. Weiß ja nie, was passiert. So zum Beispiel, das könnte passieren. Das passiert. Wieder ein Glückssprung. Gut, die Glückssprünge können nicht ewig anhalten. Deshalb sollte ich nicht unbedingt immer auf mein Glück vertrauen, sondern auf gezielte Sprünge. So wie diesen hier. So, wo geht es nun hin? Ich bin mir nicht sicher. Hilfe! Ich bin verwirrt. Eieiei. Oh, ach Gottchen. Ich glaube hier hin. Ist das korrekt? Ich könnte mir fast vorstellen, dass ich hier recht habe. Ja. Und da oben kann man auch rein. Drauf. Ja, schön. Und hier hin. Und dann springen wir doch mal da drauf und stellen fest, dass wir hier richtig sind. Ach, fantastisch. Und wir speichern. Denn wir haben so gute Arbeit geleistet, das ist einfach unglaublich. Ah, noch mehr. So, wo geht es jetzt hin? Anscheinend... Ah, gut. Okay, ja, komm hoch, bitte. Ich wäre dir sehr verbunden. Danke. Oh. Hui. Okay. Oh. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich da hinten hin muss. Ja. Sieht ein bisschen richtig aus. So. Oh. Immer diese lustigen
Ich speichere mal. Das soll wohl ganz sinnvoll sein. Denke ich. Oh, 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 oh. Alice, ärgere mich nicht. Doch, Alice ärgert mich. Na gut, dann ich habe aber gespeichert, deswegen gehe ich lieber dahin. Viel lieber. Hui. Was mache ich denn jetzt? Wo muss ich hin? Ach, Kinder. Komme ich von da oben? Ich glaube ja. Also, wo muss ich hin? Da oben. Also muss ich auf dieses Ding. Gut, dann werde ich doch mal da drauf springen. Okay. Das ist allerdings nicht das richtige. Doch. Ah. Na komm, Alice, hoch! Ja, das war zwar völlig unlogisch, aber danke. Yippie. Oh oh. 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 Karte aufgedeckt. Karte aufgedeckt. Karte aufgedeckt. Dum dum dum. Skandalös. Wo geht es hin? Ich weiß es nicht. Oh nee, 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 komm. Oh. Kinder. Nee. Du nicht. Oi! Scheiße! Hab ich's nicht gesagt, dass dieser blöde Sack noch lebt? Oh, jetzt habe ich keinen... Stirb! Verdammt! Hau ab! Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Nein! Alice, jetzt sammel! Nein! Nicht sterben! Ah! Aber blop. Ja, königliche Wut. Gut. Machen wir hier eine Pause. Beziehungsweise ich mache eine Pause. Und dann soll es das auch erstmal gewesen sein. Dem Jabberwocky trete ich in der nächsten Folge ordentlich in den Hintern. Will ich zumindest hoffen. Ich hoffe, dass er nicht ganz so ein netter, niedlicher Drache sein wird, wie in der ersten Folge. Also im ersten Kampf. Ja, lassen wir uns hoffen, dass er einigermaßen human zu uns sein wird. Nun denn, ich wünsche euch was, habt Spaß, freut euch des Lebens. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!